Das gepflegtlose Bläse. Ja, sag mal, ich begrüße euch. So lange nichts mehr voneinander gehört. Ja, geht ja gar nicht. Schauen wir mal, was zu kommen, ne? Feiger mit dem Wetter. Ja, Freunde, Privatsphäre. Mein Bereich, dein Bereich. Freunde, ich fahr jetzt los. TomTom will sich umbringen. TomTom will, dass ich links von der Autobahn abbiege. Verstehst du? Links. Bist du schon mal links auf der Autobahn abgebogen? Nee, nur rechts ausfahren. Links gibt es nicht. Alter Schwede, TomTom, du bist mir schwer in Ordnung. Und du fahr jetzt, du Patjak hier, ey. Ich wurde gar nicht gemerkt, wie ich in Belgien eingeflogen bin. Ja, Liga. Läuft, würde ich sagen. Der wollen jetzt noch ein bisschen nach. Ich und die Fahne auf dem Navigationssystem. TomTom macht schon hier so, die sind gleich, Ziel erreicht, Ziel durchfahren. Ich bin mal gespannt, ey. Ja, Freunde, fragt mich doch mal, wo ich hier gelandet bin. Ja, weiß ich das denn? Nee. Das ist mal wieder zu geil hier, weißt du, ehrlich. So, ich muss jetzt mal eben ganz kurz hier gucken, wo ich bin. Eieieiei. Ist doch nicht wieder herrlich. Ja, Freunde. Ja, was für die Reifen, ist klar. Und irgendwie scheint das was Nettes zu sein, wo sich da die Wespen drin wohlfühlen. Also dieser, es gibt hier auch so einen riesen Stollen, da wollte ich eigentlich hin. Ja, aber dafür muss ich auf den Berg rauf. Mal gucken. Ja. 700 Millionen Mücken, ey. Ich laufe da durch. Jetzt brauche ich nichts mehr essen. Freunde, ich habe jetzt mal den Black Hawk bestellt. Ja, Freunde, damit ihr mich jetzt hier abholt und auf den Berg da hochfliegt. Ist ja normal, oder? Was meinst du? Ja, ich muss jetzt eben schnell vorne zum Landeplatz. Freunde, wir sehen uns gleich. Ich will. Frag mich doch mal, wo ich jetzt hingehe. Ich weiß das selber nicht. Ich gehe in den dunklen Wald hier. Halleluja. Ja, Freunde, geht aber geschmeidig hier schon wieder den Berg hoch, ey. Eieiei. Ganz wichtig, Freunde. Merkt euch das. Nehmt bloß nichts zu trinken mit, wenn ihr so. Bei dem Wetter. Irgendwo durch die Bücher rennt, ey. Und ich bin so Panne, ey. Ja, da ist der Rasen gemäht. Das ist alles, das wird saniert hier. Wird neu gemacht. Ja, Freunde, warum zeige ich da hin? Weil da hier Hello's Place sein soll. Weißt du, ich krieg ehrlich Kokolotschis hier. Ich glaube, ich muss hier den kleinen Steigpfad entlang laufen.
Tja, ich sag mal, das ist eine dicke Arschkarte. Ach Scheiße, Freunde. Ist ja jetzt ärgerlich, mal ganz im Ernst. Ach, Alter. Ja, mal gucken, was es jetzt noch so gibt. Bis später. Läuft nicht. Ja, ist doch klar, Freunde. Sieh dir zu. Da verstehst du, geht ein ganz normaler, schöner, gerade Weg dahin, ne? Aber ich, nein. Ja, Freunde. Das ist jetzt schon eine krasse Sache, würde ich mal sagen. Da ist tatsächlich ein Zugang. Warte mal. Ja, Freunde. Ist ja Wahnsinn. Das ist so krass. Das sehe ich. Party gemacht. Teilweise ist sie auch schon Stein runtergekommen oder was? Und ich bin ein bisschen geflasht im Leben. Oh. Alles gut. Das ist ja mein erstes Mal. Hammer. Und dafür hat sich das durch den Waldlatsch natürlich extrem gelohnt. Siehst du, da geht es dann weiter runter, tiefer. Hier, bis da vorne gehen, nochmal gucken. Alter, siehst du, da unten geht es auch noch weiter. Sagen, Freunde, aber das ist hier gemauert. Krass. Oh.
Erstmal das Licht ausmachen. Also Freunde, wow, ich bin nicht von dem bisschen da hin und her laufen jetzt, wow, außer Atem. Wow, Scheiße, ne. Das war aufregend. Das war echt aufregend spannend. Der leckt mich am Arsch. Wow. Schnell hier raus. Also für da drin. Freunde. Oh. Ich bin immer noch voll geflasht davon, ehrlich, ey. Es war Hammer. Also ich weiß, dass ich definitiv hierhin zurückkommen werde, aber nicht alleine. Weil, ne Freunde, das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Man weiß nie, was alles so passieren kann und so. Ich bin hier kein, boah, toll. Ich bin hier kein Höhlenforscher oder sowas. Ne, aber mal ganz im Ernst, also wow. Ey, so gigantisch, das hat sich voll gelohnt. Ob ich jetzt da nur so, weiß nicht, 5 Minuten oder drin war. Wow. Mega geil. Gut, dass ich das noch gefunden habe. Also da, hier wollte ich schon so lange hin. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass hier ein Zugang ist, ehrlich gesagt. Richtig. Boah, ey, das hat was. Du hörst nichts, kein Laut. Wahnsinn. Stockduster, kein Laut, nix. Boah, also ich bin am Schwitzen wie eine Sau, ey. Wenn ich mich jetzt so in Bett reinlegen würde, ne? Die Matratzenmilben, ne? Die würden ertrinken, ehrlich. Ach, Freunde. Das Schlimme ist, Walking Dead, ne? Ja, einer meiner Lieblingsserien, falls ich verstehe. Habe ich natürlich Staffel 5 und 6 jetzt die letzten 10 Tage immer geguckt, schön bis morgens 3 Uhr oder wie viel Uhr das immer gewesen ist. Verstehst du? Und dann gehst du in so einen Bunker rein. Ist nicht gerade hilfreich. Alter. Oh, Heidewitzka, Kapitän. Bis später, wir sehen uns gleich wieder. Durch die Schwitz. Immer so ein Krach, nicht ich. Und jetzt jeder weiter. Oh, 4:30 haben wir schon. Scheiße. Schauen wir mal. Ein Verfahren hier, das Scheiße hier schon wieder, ey. Freunde, ich bin heute am Laufen, ey, wie so ein Weltmeister. Ja. Gerade mit der kleinen Kirche so, das finde ich schön. Da muss sein, ein Gedenken. Ah, guck doch mal hier hin. Nee, sowas mache ich auch gerne. Das gehört dazu, das gehört auch zu mir. Nicht nur das Place, auch das gehört zu mir. War eine geile Sache. Kleine schöne Kirche. Jo. Alter, ja, Sonne geht schon unter. Ich glaube, wir haben schon ein paar. Ich habe eine Uhr. Also Freunde, wir haben jetzt 20 vor 6. Jetzt geht die Sonne so langsam unter. Aber ich will euch dann noch hier den hammer mega geilen Aussichtspunkt, Turm, wie auch immer, die Aussichtsplattform, die es hier geben soll, zeigen. Meine Dame, die ich da oben. Ich. Wie siehst du? Ist jetzt schon schlecht, weißt du?
Alter, das reicht nicht, dass das hier hunderte Meter über dem Erdboden ist. Nein, da muss auch hier so ein durchsichtiges Gitter sein, verstehst du? Alter! Alter! Ja, das Schrappen ist hier von meinem Ring, weil ich mich so festkralle an dem Geländer. Gerne hätte ich euch da unten noch die ganzen Höhlen, Gruften wollte ich gerade schon sagen, Höhlen gezeigt und so weiter alles, aber da ist zu, da kann man nicht mehr runter und tja, wird langsam schon spät, aber nächstes Mal. Pass auf, Freunde, da hinten sind auch diese ganzen Höhlen. Zurück auf den Weg. Alter, weißt du, hörst du schon wieder, was ich für eine Scheiße laber? Jetzt geht es zurück auf den Weg zum Auto. Jetzt geht es zurück auf den Weg zum Auto. Na, so schlimm war das ja nun noch nicht. Freunde, ja, ich will hoffen, ne? So, Tagestrip Belgien. Was heißt Tagestrip? Halbtagestrip. Weißt du, um 1 Uhr hier. Ne, 1:30. So, jetzt mache ich mich wieder auf den Weg nach Hause, ne? Aber erst, Freunde, wisst ihr was? Ne? Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Aber in Mengen. In Mengen, sage ich da nur. Trinken und essen. Halleluja. Wo habe ich einen Durst? Ne? Ja, Freunde, ich würde mal sagen, da war ein ganz erfolgreicher Tag. Da haben wir auch alles zusammen in ein Video. Freunde des gepflegten Lost Place, das ist das erste Video. Ja. Das erste Video nach 100. Ich habe 100 Videos online. Das habe ich auch nicht gewusst. Nur nicht Zufall. Ach nee. Da habe ich aber die Schnauze voll. Ah, na, schnell bei der Pommes-Dealer des Vertrauens noch was Leckeres zu essen geholt, ne? Das sind Portionen für Erwachsene. Ja, Freunde. Das gepflegte Lost Place und der leckere Currywurst. Ich sag mal, ich werde jetzt hier ein bisschen essen. Alter, das schmeckt vor. Ich hätte den ganzen Tag so nichts gegessen. Ich habe letztes Mal gegessen, jemand, also nicht. Keine Ahnung, gestern irgendwann. Und dann war leckeres, weil das ist auch noch was Gesundes dabei. Hier, da, leckerer Salat. Freunde, ich werde jetzt essen, ne? So, ganz auf ruhig. Und dann werde ich mal langsam den Fernseher. Warum ist mein Fernseher hier an? Was soll die Scheiße? Ich muss den Fernseher einschalten, weil gleich kommt Walking Dead. Die nächsten zwei Folgen, 7. Staffel. Ja, für den Rick läuft das im Moment nicht so besonders. Ne? Bisschen bescheiden. Gestern sollte er seinem Sohn den Arm abhacken. Ja, läuft alles nicht so besonders. Aber der macht das schon. Könnte auch ein Junge aus dem Ruhrpott sein. Der kriegt das hin. In diesem Sinne, ich sage jetzt Horido. Wir sehen uns. Bis später.